Blackout in Kiew und anderen Städten wegen Stromabschaltungen. Berichte über Plünderungen in Cherson. Endspurt im Wahlkampf in den USA. Präsident Joe Biden und Barack Obama werben gemeinsam um Stimmen. COP27 in Sharm el-Sheikh beginnt. Klimagipfel im Schatten von Krieg und Krisen. Blackout in Kiew. Wegen der massiven Stromausfälle infolge russischer Angriffe hat der ukrainische Energieversorger regelmäßige Stromabschaltungen für die Hauptstadt und 7 weitere Regionen angekündigt. Dass diese Angriffe zum Teil mit iranischen Kampfdrohnen durchgeführt wurden, hatte die Führung in Teheran am Samstag erstmals eingeräumt. Allerdings seien die Lieferungen lange vor dem Beginn des Ukraine-Krieges erfolgt. Selbst bei diesem Geständnis lügen sie, sagte dazu der ukrainische Staatschef Selenskyj. Die Zahl der von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossenen iranischen Kampfdrohnen übersteige die vom Iran genannte Zahl. Rund um die südukrainische Stadt Cherson lieferten sich ukrainische Truppen und russische Besatzer am Samstag schwere Kämpfe. Die von Russland eingesetzte Verwaltung forderte die Menschen erneut mit Nachdruck zur Flucht auf. Derweil mehren sich Berichte über Plünderungen durch russische Einheiten. Krankenwagen, Traktoren und Privatfahrzeuge wurden abtransportiert, auch historische und religiöse Gegenstände. Militärexperten spekulieren, dass Russland möglicherweise bereits die Aufgabe des Westufers des Dnipro-Flusses vorbereitet. Die Demokratische Partei setzt im Endspurt des Wahlkampfes in den USA auf ihre politischen Schwergewichte. US-Präsident Joe Biden und der ehemalige Präsident Barack Obama präsentierten sich Seite an Seite in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania. Umfragen zeigen, dass die konkurrierenden Republikaner den Demokraten gleich beide Parlamentskammern abnehmen könnten. Grundlegende Rechte stehen auf dem Spiel. Wahrheit und Fakten, Logik und Vernunft und grundlegender Anstand stehen auf dem Stimmzettel. Die Demokratie selbst steht auf dem Stimmzettel. Es steht viel auf dem Spiel. Auch Donald Trumps Schatten hängt über den Zwischenwahlen am Dienstag, denn der ehemalige Präsident liebäugelt mit einer erneuten Kandidatur im Jahr 2024. Viele der Kandidierenden, die von den Republikanern ins Rennen um das Repräsentantenhaus und den Senat geschickt werden, sind Gefolgsleute von Trump. Überschattet von mehreren Krisen, unter anderem bei der Energie und weltweiter Ernährung, beginnt an diesem Sonntag die Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh. Die Zeit drängt, denn die vergangenen 7 Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Schauen Sie sich den Sommer an, den wir gerade erlebt haben, so der UN-Klimachef Simon Steele. Die extreme Hitze, die Brände, die Überschwemmungen, die Dürreperioden. Ob in Europa, Nordamerika oder China, die Folgen, die Realität des Klimawandels und seine Auswirkungen sind spürbar. Auf der COP27, die erstmals seit 2016 wieder in Afrika stattfindet, werden 40.000 TeilnehmerInnen aus knapp 200 Staaten 2 Wochen lang darüber beraten, wie der Kampf gegen die Erderhitzung verstärkt werden kann. Wichtiges Thema sind außerdem Finanzhilfen für ärmere Staaten. Der Klimawandel ist dem Welternährungsprogramm zufolge schon jetzt nach Krieg die zweitwichtigste Ursache für Ernährungsunsicherheit. Beim Absturz des Hubschraubers einer Privatfirma in Süditalien sind alle 7 Insassen ums Leben gekommen. Der Hubschrauber mit 2 Piloten, einem italienischen Arzt und einer Touristenfamilie aus Slowenien war am Samstagvormittag vom Radar verschwunden. Rettungskräfte suchten später im Raum Apricena nahe der polnischen Stadt Foggia nach den Vermissten. Auch das Militär und Bergretter beteiligten sich an der Suchaktion. Einen rekordverdächtigen Drogenfund vermeldet die spanische Guardia Civil. Bei einem Großeinsatz Ende Oktober gingen den Ermittlern insgesamt 32 Tonnen Marihuana an mehreren Standorten ins Netz. Nach Angaben der Behörden ihr bislang größter Fund dieser Art. Das entspräche mehr als 1 Million Pflanzen. Die Drogen in unterschiedlichen Verarbeitungsstadien wurden unter anderem in Toledo, Valencia und Asturien beschlagnahmt. Auf dem Roten Platz in Moskau laufen die Vorbereitungen für die Nachstellung der historischen Militärparade vom 7. November 1941. Sie wurde damals während der sogenannten Schlacht um Moskau abgehalten, um die Moral der russischen Truppen im Kampf gegen die deutsche Wehrmacht zu stärken. Bei der Rekonstruktion der Parade werden Soldaten in sowjetischer Militärausrüstung sowie historisches Kriegsgerät zu sehen sein.